Ja, und damit herzlich willkommen, ne? Gib mir eine kurze Sekunde, ich habe den Avatar noch auf der falschen Seite. So, ich will nämlich meine Lebensanzeige nicht überdecken. So, jetzt grüße ich jeden zum heutigen Shellshock Livestream. Ja, dafür winke ich euch sogar in die Kamera. Für alle, die wissen wollen, wie der heutige Abend abläuft, ich hab's auf Twitter schon gepostet und auch in Discord rein, aber hier nochmal der Stundenplan. Also so wird der Community-Stream ungefähr ablaufen. Das will ich jetzt mal direkt zu Anfang sagen. Der Dark, der hat sich vorangemeldet, deswegen kriegt er hier gerade seine 2-3 Runden Ladung. Eigentlich hat auch Arkaya sich vorangemeldet, aber der ist noch einkaufen. Ja, der wartet darauf, dass es ein Running Gag wird, weil das irgendwie vor jedem Stream passiert. So, wartet, da ist noch eine Sache, die muss ich eben kurz abspielen. Einen Moment, ich suche es. So. Ich glaube, man kann es noch lesen, dass der Community-Stream läuft. Ab und zu werde ich das Bildchen nochmal einblenden, einfach auch schon, um mich selbst daran zu erinnern, was ich eigentlich geplant habe. Ihr könnt sogar sehen, ich habe sogar hier Anzahl von LP geplant, von den Zügen, abgesehen von Scharfschütze, da habe ich nur geplant, dass ich verrecken werde. Ja, und darauf könnt ihr euch halt alles freuen. Maximal bis 23 Uhr. Und der Dark wartet jetzt schon eine Ewigkeit. Ich würde sagen, es geht los. Bei Ladung mache ich das so: erst 200, dann die 400 und dann die 600. So wird das ablaufen. So. Dann lass uns mal starten, Dark. Reck mich weg. Also, ich kann euch nicht sagen, wann Akaya da ist, aber. Ich habe mich schon mal in den Discord gesetzt, damit er direkt mit mir reden kann. Warum sitze ich hier im Loch? Akaya. Da, erklär's mir. Warum sitze ich hier unten? Wen hast du bestochen dafür? Oder wem habe ich Unrecht getan? Bei der 600er ist er eventuell da, hat er gerade in den Chat geschrieben. Ich habe auch gemacht, dass ihr den Chat sehen könnt. Aber ich setze nach dem Schuss jetzt hier eben kurz mal ein kleines Stück höher. Damit er nicht im eigentlichen Chat hängt, der von dem Spiel in-game ist. So. Ich habe auch das Gefühl, ich habe nur Scheiße. Und ich habe die Bewegungsphase verpennt. Los, mein X-Angriff. Das war mein bester Schuss. Jetzt habe ich nichts mehr. Komm nur her, wenn du nicht raus. Komm her, komm her. Oh, jetzt stehst du super. Kannst du bitte so stehen bleiben? Ja, bitte. Ja, danke. Mann, ich wollte gerade meine Blitze zu dir schießen. Die Explosion kann ich nicht schießen. Der Ottmar, der kommt zu mir zurück. Das kommt alles zu mir zurück, ist das Problem. Mann. Nebenbei hört ihr diesmal das Spiel ganz gut. Beim letzten Mal konnte man das Spiel irgendwie, glaube ich, nicht so gut hören. Deswegen habe ich hier eben kurz in OBS was anders eingestellt in der Richtung. Komm, triff, 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 triff! Ah, oh, wenigstens einer. Übrigens entscheidet selbst, ob ihr in-game den Chat nutzen wollt oder ob ihr den Twitch-Chat nutzen wollt. Ihr könnt aber ruhig beides benutzen. Beides ist für die Zuschauer auf YouTube später auch sichtbar. Ich habe ein Problem. Und ich meine nicht meine üblichen Probleme. Komm, meine Blitze, bleibt da oben liegen. Bitte. Danke. Danke, Blitze, dass ihr nett zu mir wart. So, ich hab den Plan. Du wirst zu mir runterkommen. Ob du willst oder nicht. Ich weiß, es gibt wenig Punkte, aber du kommst zu mir runter. Da muss ich nicht so hoch schießen. Anders kann ich mit meinen Waffen nicht treffen. Nein, nicht der. Ach so, ich dachte, das wäre ein Brüder. Ich hau jetzt mal richtig doll ab, schieße den Oddball und hoffe einfach mal aufs Beste.
Was ist das hier als Waffe, mit der ich gerade richtig gut Schaden machen kann? Komm, mach schon! Spring noch nach links! Nichts zu mir! Ich hau ab, ich wandere aus. Ah, mit den Waffen kann ich wenigstens arbeiten. Was davon schieße ich als erstes? Ich würde sagen, erstmal die Mama Möwe, die muss ich steil schießen. Danach schieße ich normal. Ich treffe das Portal. Obwohl ich die so gut geschossen habe, hat sie trotzdem kaum getroffen. So, jetzt schieße ich ohne den Trick. Ja, sorry. Erdbeben mache ich noch nicht. Ach, womit treffe ich denn hier überhaupt? Mit dem Sprengbrunnen sollte ich eigentlich treffen. Komm! Was war das für ein Versuch von mir? Der war ja mega traurig. Lauf doch nicht weg, Dark! Ich tu dir nichts. Ich bombardier dich nur. Ich weiß, wie das gerade klang. Komm, meine Piñata! Wir feiern deine Quinceañera! Und ich habe endlich deine Flugbahn. Und wo wir schon mit einer Piñata angefangen haben, kommt die Disco-Kugel direkt hinterher. Die liegt sogar gut. Wäre nur noch schöner gewesen, jetzt die links von dir da in dem Loch gelandet gewesen. Dann hätte das noch mehr Schaden gemacht. Das war, glaube ich, nicht so schlau von mir. Warte mal. Der Plan. Der kann nur aufgehen. Ich treffe mich selber, oder? Ich habe mich selber getroffen. Verdammt. Nein! Das war die Melodie zu meinem Tod. Komm her! Komm her, dann gebe ich dir meine Paprika. Zeit für Paprika! Nicht flüchten, Dark. Ich bin doch ganz lieb. Tut ja auch nix. Ich dachte gerade kurz, ich treffe mich wieder selbst. Ich hab nichts mehr. Los, Blitzer. Ich blitze dich weg. Er macht auch noch einen Skillshot. Nice Shot. Sage ich da nur. Komm, meine Flotte. Ihr müsst ihn treffen. Haut ihn weg. Ja! Oh Gott, nein. Ich hab nichts mehr. Ich hab nur noch den Counter. Der Rest ist Müll. Ich hab getroffen. Das ist alles, was zählt. Endlich Waffen, mit denen ich arbeiten kann. Dark, ich warne dich. Ich bin ein Panzer. Ich kann schießen. Bleib da hinten. Aua, aua. Ja, ich habe ein Schutzschild. So, diesmal kann ich dir wenigstens auch berechtigt eine Spinne geben. So,
Feuer frei für die Spinne! Alle Arachnophobiker sollten weggucken. Ich treffe nicht mal. Komm, komm, komm! Ja, wenigstens einmal. Das Spiel ist so nett zu mir. Ah, die Prozentzahl hängt hinterher. Kannst du so stehen bleiben? Ich glaube, ich habe da nämlich jetzt eine Flugbahn. Ab Team Deathmatch kommt übrigens auch Wind dazu. Aber nur so ein leichter. Kommt, meine Kometen. Die fliegen ja komplett anders. Aua. Aua. Ich bin ein Panzer, ich warne dich. Ich weiß, wie man flüchtet. Los, meine Wasserbomben! Platz bei ihm! Bei ihm! Ich will drüber reden. Das Problem ist, mit den Wasserbomben kann man nicht unbedingt berechnen, weil die stets random fliegen. Los, mein Zug! Wehe, du fliegst vorbei! Oh, der fliegt sogar gut. Das Gute ist, ich habe noch mal was, mit dem ich richtig gut treffen kann. Lauf doch nicht weg. Ich hab Vögelchen. Der eine wurde da weggeschluckt. Ich habe keine Wahl, Dark. Du hast mich dazu gezwungen. Jetzt bin ich dazu verflucht, den Kampfjet zu schießen. Nein, nein. Braver Spatz. Also die Runde läuft definitiv besser für mich. Oh ja. So nah, das ist wunderschön. Dann trifft das hier richtig gut. Nein, keine Viester bei mir halten, bitte. Nur weil ich dir Partys geschenkt habe, musst du mir keine Party schenken. Das war's falsch verstanden. Das musst du nicht tun, Dark. Zack. Komm, aua. Was tun, wenn er sich verkriecht? Er schmeißt einen Bombenteppich rein. Bitte von rechts. Nein. Er ist irgendwo abgeprallt. Aber ich werde besser. Ich lebe noch. Magnete! Ja! Nein! Feuerwerk! Hier habe ich den 98 gemacht. Ich habe es nicht gesehen. So, das wirft jetzt alles über den Haufen, was ich bisher erreicht habe. Los, meine Drohne. Weh, das trifft mich noch. Das hat mich noch getroffen, verdammt. Da habe ich mir so einen schönen Plan überlegt. Nein, nein, nein! Sprich meinem Bodderer.
Zack! Sogar mit Aufbesserung. Ja, du hast dich selbst getroffen. Alles, was zählt. Wie machen wir das jetzt ganz schlau? Mit einem Strom, der sogar perfekt trifft. Und dann eine Schrotflinte hinterher. Weißt du, diese Kurzdistanzen, die schaffe ich, aber die langen nicht, ne? Wieso hat das so wenig Schaden gemacht? Da hat doch so viel getroffen. Nein. So. Ich sollte treffen. Hier kommt mein Salz und Pfeffer! Nee, das wäre jetzt nicht die beste Idee. Los geht's mit dem Sechseck. Zack. Oh, fuck. Er lässt seiner Wut freien Lauf. Oh, du willst auch in den Nahkampf? Ich probiere eigentlich nur mit der Bombenladung zu treffen. Sollte die Mitte sein. Verdammt! Ein Zentimeter zu wenig. Zu viel. Ja, du hast dich selbst getroffen. Ich bin der Einzige, der weiß, wie man den Kaktus richtig verwendet. Da kann ich ruhig volle Kanone reinschießen. Nein, geh weg von mir. Komm. Ich hab's bekommen. Oder war nur eine Geisterbombe drin? Willst du mich verkackeiern? So. Komm. Ja, perfekt. So leicht kriegst du mich nicht down. Ich habe einen Schutzwall. Siehst du halt die Steine? Ich habe einen Schutzwall, geh weg. Oh, versuch einen Skillshot. Ich würde ja, aber ich würde nicht treffen. Ich kenne mich. Deswegen schiebe ich dir nur meine Froggos rüber. Die nicht mal ankommen. Okay, das muss ich einfach nutzen. Weil sonst bin ich RIP. Los, meine Froggos! Oh nein, bitte nicht! Ich hab doch immer so viel Pech! Oh, so knapp! Das war so eng! Ich habe schon wieder einen perversen Joke rausgehauen. Ich mache einen Hüpfangriff auf das da und hoffe aufs Beste. Aua! Hüpft! Los, trifft! Ja! Skill! Das war gewollt, 100%ig. Verdammt, jetzt klappt es nicht mehr. Obwohl, eventuell... Nee. Niemals funktioniert das. Ich könnte eine Taktik machen. Auf die kommst du niemals.
Versuche mich jetzt zu treffen. Ich bin an einer komplett anderen Stelle. Die Taktik hat funktioniert. Ich habe deinen Schuss zumindest gemildert. Nehmen wir das mal als einen 100 IQ-Plan, den ich gerade genutzt habe? Nein. Eventuell nicht, ne? Ich muss den ausgraden. Oh nein, nein. Bitte. Bitte. Wieso? Wieso hüpft ihr um ihn rum? Ja, ich weiß, was du mit Peter meintest, auch wenn du eigentlich deine meintest. Das ist doch ein schlechter Witz. Aber 27 Runden. Ich habe lange überlebt. Wie, der kam nicht an. Bitte triff! Das muss treffen! Ja! Ah! Die sind in meinem Gesicht explodiert. Das tut doch weh! Ghost Bomb! War sogar ein Crit! Autsch! Das ist, glaube ich, die längste Runde, die wir je hatten. Ja, das möchte er. Das weiß ich, aber... er ist ein bisschen spät dran. Er war ja noch einkaufen. Mini-Pinger! Das ist ein Rasenspringer. Die Bienen hatten doch diesen Vorteil, dass sie mich nicht selbst treffen können. ja, der hat das schon ein paar Mal geschrieben. Die Bienen haben diesen Vorteil, der so ekelhaft ist. Die kannst du eigentlich aus der Nähe ballern. Die treffen einen selbst nicht. Ich habe mehr Schaden gemacht als das Messer. Ich muss nur nah an dir dran stehen, damit du dich schön selbst treffen kannst. Mehr verlange ich ja nicht. Du sollst dich selbst treffen. Auch nicht. Ich habe noch mal Bienen. Und sie haben 100 gemacht. Die haben 120 gemacht. Und ich hacke. Ich habe einen Taser. Wie funktioniert der Taser? Ich hatte den noch nie. Einfach schießen und hoffen. Du schreibst es, glaube ich, gerade, ne? Aber ich habe schon eingeloggt. Los, Taser! Ich habe den Taser nicht verstanden. Ich bin hier unten im Loch. Ich mache jetzt mal was ganz Verrücktes. Obwohl, ich bin nicht dran. Ich wollte mal mit der Wüste vorauszielen und dann mal gucken, wie das mit der Schussbahn aussieht.
Ich empfehle immer, das Bewegen zuerst abzugraden, weil sonst kommt ihr nirgendwo vom Fleck. Und danach würde ich auf Glücks gehen. Also das ist das, was ich gemacht habe. So, und jetzt mal gucken, würde ich treffen? Ich hätte Kostas komplett weggereckt. Hi! Komm, bitte! Weg, weg! Verdammt! Twitch muss doch auch zurückgrüßen. Ich habe halt genau in die Mitte von euch geschossen. Aber ich wollte Kostas nicht wegrecken. Jetzt habe ich Scheiße damit gebaut. Ich habe den ersten Zug grandios genutzt, ne? Wirklich. Ich streame eigentlich immer so 20 Uhr jeden Tag. Abgesehen von Sonntag. Sonntag ist ein streamfreier Tag bei mir. Hat zum einen den Grund, weil ich da auch die Videos vorbereite, die ich am Wochenende mal aufnehme. Ich könnte die Drohne schießen, aber warum? Ich versuche es mit einem 60-Grad-Winkel. Und prüfe erstmal mit einer Geisterbombe und verpenne die Zeit. Ja, zuerst auf Dark. Ich sehe auch, dass recht viele gerade eben dazugekommen waren, beziehungsweise so ganz kurz da waren. Ich schwing euch mal eben kurz. Ach nee, das habe ich gerade gar nicht an. So, jetzt. So, guckt, ich wink euch. Mit dem Follows könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Ich versuche mal eher Kostas zu helfen. Jetzt sollte ich eigentlich auch einen 45er Winkel hinkriegen. Obwohl ich eigentlich nichts habe, was den wirklich benötigt. Bitte lass mich nicht Kostas treffen. Ich hatte die Hoffnung, Tobias zu treffen. Das war mein bester Schuss. Also den ich hätte raushauen können. Wir werden Kostas verlieren. Nein. Ich guck mal, dass ich irgendwas mal hole von diesen Community-Stream Textanimationen, dass man ein bisschen besser sieht. Weil die das Textgif habe ich selber gemacht. Ich kann eigentlich gerade nur mit der Drohne treffen. Ich muss sogar versuchen, so zu schießen, dass ich nicht auf das Portal schieße. Komm! Auf der Bears! Eddie war der Auserwählte. Warum hat mich mein Kollege verlassen? Warum bin ich alleine? Ich will verhandeln. Bitte, ich will verhandeln.
Eddie, bitte? Wir können drüber reden. Wie schaffst du mal diese richtig geilen Skillshots? Den Rebound räumst du dann ja gleich richtig ab. Verdammt, ich komme rechts nicht hoch. Ich guck gerade, würde ich den Doppelschar mit einem tödlichen Fall noch treffen? Das könnte eventuell hier noch ihn so leicht streifen. Und wenn ich einen Crit mache, dann müsste das eigentlich ihn zumindest fast an den Rand des Todes bringen. Bitte nimm's mit, bitte nimm's mit! Ja! Gerade so noch, oh! Aber ich bin tot. Ich bin schlicht und ergreifend tot. Ich habe auch nichts, womit ich ihn jetzt hinrichten könnte, außer mit Synchros, wenn er nah genug wäre. Oder mit einem Krieg bei einer anderen Waffe. Ich sag mal GG, ne? Aua. Tobias, ich komme. Ich versuche sogar einen Skillschuss, der absolut in die Hose gehen wird. Und zwar einen Schatten. Ja. Jetzt weiß jeder, dass ich einen Schatten habe. Komm, lass mich wenigstens einen hinrichten. Wenigstens einen. Ich war von meinem Team wenigstens der Most Valuable Player. Yay! Hi Happy! Willkommen in meinem Team! Wir haben ein Problem, du hast mich im Team. Ich sehe mich schon als Handicap. Happy wenig reden. Oder stellst du die Frage zurück? Nein, ich will da nicht rein. Nein, ich will nicht. Nein. Doch, du gehst da rein. Oh, hi, Akaya. Boah, sind da gerade viele im Chat. Hat ein bisschen sehr viel länger gedauert, weil ein alter Sack bei der Pfandmaschine der Meinung war, nicht klar sein zu müssen, ob der jetzt Pfand reinwerfen will oder ob der den Müll nach Pfandflaschen durchwühlen will. Hast du ihn gefragt, als er sich entschieden hat? Nö, ich bin einfach dann an den Pfandautomaten gegangen, nachdem ich da irgendwie eine halbe Minute warten durfte. Ich hab getroffen. Wer hätte es gedacht? Ich habe einfach nur blind drauf losgeschossen. Und dann war die Kassiererin auch nicht wirklich schnell an der Kasse. Das buggt? Also der Stream selber oder der Channel, den ich für euch eingerichtet habe? Ich glaube eher der Channel. Weil ich habe extra so einen Community-Channel für euch eingerichtet. Auch wenn ich das jetzt ein paar Mal erwähnt habe. Warte mal, vielleicht kann ich ja was an den Einstellungen ändern. Ich kann ja die Bitrate mal kurz ein bisschen runterschalten. Und dann könnt ihr mal gucken, ob es da jetzt ein bisschen besser funktioniert. Ich habe da noch nicht die Feineinstellungen. Ach so, das ist eine Textanimation, aber ich habe leider nicht die richtige Farbe gewählt dafür. So, was wolltest du, Akaya? Warum haben eigentlich Kai und Sunny andere Farben als ich? Und auch einen anderen Namen? Du wolltest extra eine spezielle Farbe haben. Ich erinnere mich noch daran. Du hast gefragt, ob dein Name in Blau angezeigt werden kann. Das wolltest du unbedingt haben. Ich schaff den Schuss nicht mehr. Oh, ich hab's noch geschafft. Oh Gott!
Happy, das Ding hat dich gerettet. Ich habe leider keine andere Textanimation, sonst würde ich das eben kurz ändern. Dann mach dir eine andere. Ja, mache ich bis zum nächsten Stream. Ich mache das mal aus, weil man sieht das bei dem Hintergrund sehr schlecht. Und man sieht die Zeit nicht dadurch. Sieht man wirklich nicht? Warte mal. Nö, die Zeit, man sieht nur die hintere Zahl. Warte, wenn ich das so mache, sieht man sie doch. Ja, wenn du es weg machst, aber wenn es da ist, sieht man die nicht ganz. Da sieht man höchstens die hintere Zahl. So würde man. Nein, nicht Leo! Leo, ich werde dich rächen mit deinen Waffen! Und ich fange mit dem Erdbeben an! Ich weiß, dass das nicht die beste Entscheidung im Leben ist. Sagen wir es mal so, ich habe endlich mal das Mega-Erdbeben freigeschaltet. Ich rieche dich, Leo. Oh, ihr spuckt Geld aus, ja. Guppies und das andere hast du noch getroppt. Ja, Guppies und eine Glocke war das, glaube ich. Das sind mit Abstand die besten Waffen. Also wenn ihr mit den... Was ist deine beste Attacke? Also du meinst mich, momentan Zug oder Wasserbombe, wenn alles treffen würde? Wasserbombe ist irgendwie immer, je nachdem... Von dem, was ich generell habe, würde ich sagen, die Superflotte, auch wenn alles trifft. Und der Reisende, die zweite Stufe. Auch was hier wieder Glück passiert. Du meinst für Superdornen? Das ist nicht die Superflotte. Nein, ich meinte jetzt mit der Superflotte von dem, was ich generell habe. Ja, von dem, was du da gerade hast. Das ist aber nicht Superflotte, das sind Superdorn. Nein, generell. Ich meine freigeschaltet. Nicht, was ich gerade nutze. Beziehungsweise zur Verfügung habe. Ich würde BFG feiern, die macht Damage. Ja, aber auch nur, wenn sie weit fliegt. Der steht doch direkt vor mir und ich nutze den Trick nicht. Wie ist Stein? Nö. Ich hab super getroffen. Der sieht wohl gleich Sterne. Lass mich leben, bin ein Dulli. Lass mich leben. Ich bin es nicht wert. In der Tat, ich würde auch eher auf andere gehen. Ich meine, du triffst eh nicht. Nein, das ist nur beim Fußballmodus so. Oh Gott, nein! Nee, im normalen Modus triffst du nicht. Er hat sich in mein Gesicht explodiert. Ja, aber das Problem ist, du hast dich halt vorher gemeldet. Eigentlich hast du auch Recht darauf, jetzt mitzumachen. Warte, erst schieße ich, dann schreibe ich. Du machst dann einfach bei den nächsten mit. Wieder eine ganze Runde zugucken, ey. Ich kann ja mal versuchen, die Story Chaos zu machen. Ich würde Leuchtfeuer ja gerne haben, aber die will bei mir nicht. Lieblingswaffe würde ich aber sagen, sind bei mir die Superflotte. Mit der habe ich immer Spaß. Jetzt habe ich zwei Leute, die ich nicht rausschmeißen kann, glaube ich. Ich könnte Kostas gleich kicken. Weil der hat bisher gar nichts gesagt, oder? Nur GG.
Ich probiere jetzt mal was völlig Abwegiges. Wenn ich jetzt euch beide treffe, dann ist es gewollt. Wenn nicht, dann war es ein Versehen. Kostas, bau die Atombombe raus. Ich habe beide getroffen. Ich habe einfach gehofft, dass die Schaufel so sehr sich durch den Berg frisst, dass ich einfach beide treffe. Das heißt Shining, nicht Shing. Allein dafür muss der raus. Ich hab's ja versucht, aber der ist gerade eben dann wieder nachgejoint. Ich glaube, der Dark Storm, der Flipside Nick und der Eddie sind eine Gruppe. Da bleibt nur Kostas. Weil Leo ist Zuschauer. Und ich kann keinen Zuschauer einfach so kicken. Das wäre mega fies. Ein Zuschauer. Ja, du bist ein Kollege. Du hast eigentlich allein deswegen schon so ein Vorrecht dabei zu sein. Aber ich konnte gerade keinen kicken. Wenn ich jetzt auf das Portal da baller, trifft das auch dich, Dark? Alter, die Magnete sind gerade mega merkwürdig geflogen. Was für merkwürdig. Ja, guck dir mal die Linien an, die sind mega lustig geflogen. Eddie ist rausgegangen. Ich muss keinen kicken, wenn du schnell genug bist. Ja, aber ich kann zurzeit da eh nicht reinjoinen. Und ich kann dir sagen, warum die komisch geflogen sind. Guck mal nach oben unter die Zeit, dann siehst du etwas. Ach ja, der Wind. Nein, als ob der Wind ihm beim Pinpoint geholfen hat. Wie viel hat der Dulli hinter mir? Warte mal. Dark, das ist dein Ende. Ich hab'n Dolch. Da hilft dir ein Schild auch nix. Mach ihn kaputt. Das war aus Versehen. Ja! Dein Schild hat nichts genützt. Aber deine Nebenschüsse haben mich, glaube ich, mit umgebracht. Warum sammelst du nicht die Waffen von Dark auf? Kann ich nicht. Ich bin noch erst genau in der Runde gestorben, als ich gerade geschossen habe. Ach, das wäre so schön gewesen, hätte ich Dark mit in den Tod gerissen. Dafür stand er aber relativ weit genug weg. Ich habe mal so ein paar Todesgeräusche einfach mal reingeschrieben. Alarm auf Tag gesielt. Mal so eine Frage. Die Jetschüsse, können die eigentlich auch die Drohne auslösen? Weil die ziehen ja eigentlich auf gezielt auf den Gegner, ne? Aber was, wenn einer der Schüsse zufällig die Drohne trifft? Bestimmt. Was passiert dann? Wird die Drohne auch aktiviert? Ja, ich würde das halt gerne mal sehen, weil bisher habe ich nie gesehen. Als nächstes ist übrigens der Punktemodus dran. Warte, ich blende es nochmal ein. Hier, 4 bis 6 Teilnehmer. Aber wenn wir jetzt eh noch so viele sind, dann kann das ruhig auch auf 8 hoch bleiben. Oftmals findet man ja nicht allzu viele Leute dafür. Sofern man das nicht als EXP-Runde nutzt. Ich sag's nur mal im Voraus, spielt anständig. Ab in die Mitte bei einer Kack-Map. Hab ich nicht. Weil gesagt, wenn ich sehe, dass ihr euch jetzt in die Mitte sitzt, dann schmeiß ich euch alle raus. Was zum Glück bei der Map beschissen geht. Oh, ich habe mal die zweite Waffe vom Ninja-Stern, aber die bringt bei der Map einfach einen Scheißdreck.
Wenn ich damit doch genau in dich reinschieße, sollte alles... Oh nein, Junge! Ich hab mich selbst getroffen. Ich hab Happy... Nein! Gesehen. Nein! Nicht! Bedankt dich bei Leo, er hat warum auch immer Godways schon auf dem Level. Ja, wahrscheinlich. Es gibt ja so Lobbys dafür. Ich weiß. Oder er hat Juggernaut gespielt und Glück gehabt, im Gewinnerteam zu sein. Oh, ich hab Clover. Aber den kann ich nicht feuern, ist das Problem. Nicht auf dieser Map. Oder soll ich mein Glück versuchen mit Clover? Warum hat der Stufe 3 Feuerwerk? Ich will das auch haben. Nicht nur du, das macht Damage. Warte. Ich schieße auf gut Glück jetzt einen Clover rein. Ich guck gerade, was ich vorhabe, aber ich weiß es noch nicht. Ich habe mir übrigens den Ninja-Stern auch erst geholt. Ja, der Ninja-Stern, der ist ja auch eigentlich auch richtig cool. Junge, dieser Clover war insane. Genau getroffen, 110 Damage. Ich habe bisher gar nichts geleistet, oder? Ja. Aber ich bin nicht auf dem letzten. Ich bin nicht auf dem letzten. Dark, wie kommt es, dass... warum sind die Level 100er schlechter als ich gerade? Nicht gegen euch. Junge, ich finde es so verwunderlich, ich habe mich mehr selbst getroffen als euch. Ich bin sehr Dark hier ein, das Spiel. Dark muss das Spiel ja ziemlich viel suchten oder ziemlich viel in EXP-Lobbys rumgammeln. Nee, ich glaube, der spielt schon anständig, weil der trifft richtig gut. Daran kannst du den Unterschied merken, ob jemand in der XP-Lobby gegammelt hat oder normal gespielt. Ich treffe so oder so nicht gut. Die kommen zurück! Komm, bitte! Ja! Tag getroffen! Ja, und Kostas! Wer hat das geschossen? Nein, ich wurde auch getroffen, verdammt! Kostas hat sich selbst mehr geschadet als den Gegnern. Ich hoffe, ich treffe nicht Happy, weil ich schieße jetzt den Multistern darüber und versuche zwischen Flip Nick und diesen Hürde da zu treffen. Aber wenn ich den Berg treffe, könnte sie ihn halt mit erwischen. Oder er schießt einfach komplett zu kurz. Wow, aber ich habe Dark gut getroffen. Dieser Quicksand war echt gut. Du musst die Zuckung feuern. Komm schon. Ich habe immer Pech mit dem Scheißding. Egal. Wenn man Zuckung hat, muss man sie schießen. Das trifft doch den Berg oder nicht? Nee, ist genau dran vorbei. Oh nee, nicht der Bullfrog. Der mochte dich, keine Sorge. Oh. Junge, zum Glück nicht der Bullfrog. Na gut, Zuckung, bitte mag mich. Momentan haben wir mehr Punkte. Ist das dein Ernst? Oh, knapp verfehlt. Leute, habt ihr das gerade gesehen? Der ist einfach kurz da vorne, hat sich gedacht, nö, ich drehe wieder um und es ist in meinem Gesicht explodiert. Tja, Wind halt. Der ist in meinem Gesicht geplatzt. Der hatte keinen Bock nicht heute. Zu Der hatte einfach keinen Bock. Und ich höre auch noch auf dich und schieß den. Shining, ein kleiner Tipp. Schieß keine Zuckung auf kurze Strecke. Das wird ein Clip. Oh ja, zum Glück nicht auf mich, die Drohne. Er hat nur seinen Kollegen getroffen, er hat Happy verfehlt. Ich will mal Spaß haben. Hä? Ich glaube, mein Spiel stürzt gerade ab. Wieso sind denn da gerade Steine runtergefallen? So, die Waffe muss man kurz schießen. Bei mir hat es gerade mega geleckt.
Die Waffe, die ich geschossen habe, die musste einfach extrem kurz schießen. Wer hat den Flummi geschossen? Ich. Der Nice Shot gilt dir. Ja, ich habe Happy getroffen. Du hast perfekt Happy erwischt. Du bist bei 56 Punkten. Au. Was ist mit meinen Punkten passiert? Die sind flöten gegangen. Nein, verdammt, ich habe das Spiel gerade bei mir minimiert. Einen Moment, das sollte doch treffen. Hat er wirklich? Genau das Hinterrad von dir. Schießen den Oddball. Oh Gott. Das geht doch schief. Das geht doch schief. Nein, das geht nicht schief. Warum sind meine Oddbälle immer so kacke und die von anderen sind immer so nice? Junge, 70 Damage. Ich glaube, du hast trotzdem auch Happy erwischt, weil die haben viel mehr Punkte als wir. Ist mir schon klar. Ich weiß, dass ich keine Punkte mache. Dark, wir können drüber reden. Ach, oh nee, ey. Autsch. Die Waffe! Oh Gott, der Vogel, der war heftig. Das war aber auch die dritte Stufe, oder nicht? Ich weiß nicht, von was das die dritte Stufe ist, tatsächlich. Von den verrückten Vögeln, beziehungsweise von den Angry Birds. Nein, ich meine das, was Dark geschossen hat. Keine Ahnung. Ich habe seine Waffe nicht gesehen. Ich habe nur noch Kackwaffen. Oh Junge, Happy wird Schaden machen. Schrapnell ist so OP. Vor allem, wenn die in dem Gegner explodiert. Mhm. Ach so, das könnte Hügel sein. Geld! Vom Plättner. Das letzte Stück vom Nervenschrapnel, er hat euch beide da hinten erwischt. Perfekt geflogen, sogar genau mittig. Aber die besten Runden kommen noch, ich sag's nur. Da kommt noch Panzerball und Scharfschütze. Ja, vor allem Fußball wird echt insane lustig. Wenn wir so viele Spiele haben, auf jeden Fall. Dann kommt auf jeden Fall wieder Eigentorschütze Shining. Ey, ich hab letztens ein Tor gemacht. Und nicht nur Leo ist Zuschauer, Happy ist auch Zuschauer, sehe ich gerade. Ja. Der hat ja gerade eben auch geschrieben, ob der mitmachen kann. Oh Gott, ich habe Angst vor dem Flummi. Ja, er hat Dark getroffen. Nice Shot. Ich habe den Plan. Nee, 45 Grad Winkel. Ich versuche mittig zu treffen und beide mit dem Dual-Roller zu treffen, weil das ist das Beste, was ich tatsächlich gerade schießen kann. Ich könnte auch noch den Schwebeball jemanden volle Kanne reinschießen, aber das hebe ich mir für zum Schluss auf. Komm, triff beide. Ja. Ich hab's geschafft, dich nicht zu treffen. Weil ich muss den Dual-Roller auch mal leveln. So, ich nutze jetzt noch den Blitzer und den Schwebeball. Ich muss den Three-Ball. Ich muss den Three-Ball mal leveln, damit ich ihn auf 25 Bälle bekomme. Dann ist Scharfschützenmodus easy. Was sagst du? Wenn man damit verfehlt, dann ist es schon traurig. Wenn du damit verfehlst, solltest du das Spiel deinstallieren. Ja, ich meine, es sind 25 Schüsse. Und die haben auch noch einen sehr breiten gefächerten Radius. Aber noch peinlicher ist es, wenn du mit Rainbow verfehlst. Weil du damit durch die Wand schießen kannst. Ich weiß. Autsch. Oh nein. Und nein! Rainbow, ich auch. Und ich bin auch noch dazu gezwungen, an Ort und Stelle zu bleiben. Ich hab ein Problem. Chicken Fling. Ich hab ein Problem. Du hast noch einen Duel-Roller. Ich bin mitten in einem Portal, ich kann mich nicht bewegen und hab nur Kackwaffen.
Da haut einer gerade raus. Junge, da gönnt sich einer richtig. Ich hab getroffen. Ich nicht. Happy gönnt. Happy hat die ganzen Teile. Wollte sich dafür rechnen, dass ich gebremst wurde. Happy Ehrengönner des Tages. Nochmal bauen sie, oh Gott. Ach so, du hast so viele von denen, die mussten auch mal weg. Ich na gut, hätte gerne mal, wenn man ich, später alles, ich so habe Level 100 zwei hat. Jetpacks. Hilfe. Hilfe. Ja! Die Bounty sind richtig gut. Die treffen immer die eigenen Spieler. Irgendwie sind die Flummis diese Runde cursed. Bisher haben die sich nicht nur gegenseitig getroffen. So, Blitzer auf Dark. Also auf den Dark Storm. Ich habe einmal Happy auch mitgetroffen. Oh, Junge, ich hätte fast Dark getroffen. Ich habe ihn dir fast schräg gerückt. Ja, nur ein bisschen zu weit unten. Aber Hauptsache, ich habe noch mal an meinem eigenen Mage Schaden gemacht. Könnt ihr jetzt bitte nur euch selber abschießen, dann gewinnen wir noch. Das gewinnen wir nicht. Happy carried. Ich muss auch echt mal besser werden. Ah, ganz knapp. Der Steiner hat Flip noch getroffen. Drei Runden Scharfschütze haben wir jetzt vor uns. Ich blend das immer wieder ein, wenn sich der Modus wechselt. Okay. Oh, ich hab Counter 3000. Ein paar meiner Waffen sind echt traurig. Naja, um genau zu sein, alle außer Counter 3000. Hätte er sich die Zeit sparen können, indem er nicht Sunflower schießt. Wenn du daneben schießt, bist du halt instant tot. Ich bin so oder so hier schon ziemlich mit raus. Zuckungen so gut zu treffen, hm? Ich bin eh so ziemlich raus, weil das einzige Streuungsmäßige, was ich habe, ist Counter 3000. Ich habe Brand, ich habe Hähnchenkatapult und ich habe Guppies zum Streuen. Ich habe gerade einen Millimeter am Berg vorbeigeschossen gehabt, um das Ziel zu treffen. Bis noch einmal, noch ein Schwächer und ich wäre Whip gewesen. Ich gebe den Leo extra gerade die Tipps, weil er das Spiel sich erst heute gekauft hat und deswegen gebe ich ihm diese Tipps. Werf ihn einfach ins kalte Wasser. Das sollte man mit jedem Neuling machen. Ich meine, das Schwimmen lernt man auch nicht dadurch, dass man alles gesagt bekommt. Hallo, ich habe das Schwimmen dadurch gelernt, dass mein Lehrer sagte, du gehst jetzt schwimmen! Hab mir in den Arsch gekriegt und ich war drin. Sagen wir es mal so, ich konnte es einfach ohne, dass mich jemand reingeworfen hat oder dass mir das jemand gesagt hat. Wer ist denn jetzt überhaupt gerade geflüchtet? Einmal Dark und Flip. Also der andere Dark. Der Dark Storm. Jetzt kann ich wenigstens wieder mit Dark ansprechen und nicht mit Dark Briscoe. Obwohl, bisher musste ich nur Dark Storm ansprechen, so. Niemand redet mit Dark. Außer mit Dark Storm. Ich dachte, du meinst gerade im Discord. Deswegen habe ich gerade kurz reingeguckt. Ja, er hat sich selbst getroffen. Kostas ist auch so ein Eigenschuss-Spezialist. Auf Discord sind sie ja nicht mal. Doch, Dark und Happy sind beide in Discord drin. Also auf dem Shining Discord. Beziehungsweise bei den Gamer-Tieren.
Ich sehe die nicht. Habe ich keinen Zutritt zu dem Channel? Es tut mir leid, ich habe da wohl was vergessen. Einen Moment. Da. Ich mach gerade. Bin ich dran? Sag mir Bescheid, wenn ich dran bin. Ich stell gerade für dich ein. Ich muss gefälligst Zutritt auf jeden Channel haben. Ich meine, ich muss ja ausspionieren. Hey, du bist ja unser Spion. Jetzt solltest du alles dort sehen können. Ich habe da eingestellt. Sag mir doch, dass ich dran bin! Um Gottes Willen! Vega! Also, ich kann den nach wie vor nicht sehen. Ich habe das gerade eingestellt. Ich kann nur die beiden Musikchannel, Community Stream Lobby und. Ja, das ist die Lobby, die ich meinte. Gibt's wirklich nur diese wenigen Lobbys oder was? Ein paar habe ich entfernt, weil sie unnötig waren. Weil sie vom Prinzip her denselben Zweck erfüllt haben. Da kommen aber wahrscheinlich in Zukunft noch ein paar dazu. Oatek. Und dann so knapp. Aber er hat sehr viele die anderen noch getroffen, also Respekt. Und Dark war einmal kurz in den Channel, aber Happy wollte nicht. Aber das lag daran, weil er Leute bei sich im Raum hat. Also da bin ich dann auch meistens eher so stumm, wenn bei mir irgendwer reinkommt. Nein! Und Schrepp Akaya! Ja, wenn ich keine Streuwaffen habe, ist eh schon RIP. Du kannst eigentlich alles benutzen. Eine Sache, die ich mich frage, bringt EMP Blast eigentlich auch was auf diesen Teil? Du kannst indem man, direkt auf die Zielscheibe drückt. Du könntest jemanden damit nerven, zumindest. Ja, aber kann man damit auf die Zielscheibe drücken? Ich glaube nicht. Einfach mit EMP Blast pay to win. Happy, du hast doch so viele, willst du einmal ausprobieren? Auch Punkte gemacht, ja. Oh, endlich wird mir mal was geschenkt. Ich fehl trotzdem irgendwie. Du würdest sogar wahrscheinlich verfehlen, wenn es direkt in dir ist. Oh, ich hab getroffen. Komm, auf den Dark. Ich hab zumindest einmal getroffen. Irgendwie musste ich das ja leveln. Dark, ich will nicht mit dir tauschen. Ich bin ganz ehrlich. Das ist mega fies. Da ist einfach ein Bounce davor, da ist ein... Genau das meinte ich. Naja, immerhin gab's Damage und Geld. Ich würde mal sagen, so gut hat's noch nie getroffen. Rip Kostas, also der Schuss auf mich, der war nice, das sage ich auf jeden Fall. Ey, das ist halt die einzige Möglichkeit, die er hat, ne? Oh. Gerade so. Okay, wie es scheint, kann der auch nur einmal bei einem Schwarzen. Hm? Du warst gerade bei mir ein bisschen abgehackt. Der Code kann scheinbar nur einmal bei einem werden von dem Schwarzen. Nee, der wurde die ganze Zeit so ein bisschen rumgezogen. Ja, aber der wurde dann rausgeworfen und dann wurde er nicht mehr bei ihm. Ach so, meinst du das? Oh. Aber es war ein netter Versuch. Und der Grund, warum ich gerade ein bisschen abgehackt war, ist, weil ich ein bisschen gerade versuche einzustellen. Damit man nicht... Nee. Pfeffer? Volllutsche drauf.
Pfeffer hättest du dir aufsparen können. Das streut erst auf Entfernung. Ich wollte einfach, dass da sowas Dickes ist. Dass es irgendwie trifft. Außerdem war da die Wahrscheinlichkeit am geringsten, dass es eingesogen wird. Übrigens, ich glaube, du hast auch das, was Dark benutzt hatte dagegen. Und zwar Tunnelsalve, sieht so aus. Bisschen. Ja, die Tunnelsalve, das ist das, was von unten so kommt. Arm is happy. Pixel. Ich verschieße dein altes Selbst. Für die, die es nicht wissen, der hieß früher mal Pixel Gamer. Nur noch du und ich, Kostas. Um Gottes Willen. Aber warum hast du eigentlich wieder die Anzahl an Leute, die hier in dem Sprachchannel sein können, wieder auf 2 reduziert? Ich meine, weil ich heute noch eine Aufnahme mit jemandem hatte. Erhöht. Das passe ich immer der Aufnahme oder den Anzahl von Stream-Kameraden an. Warum lässt du es nicht einfach so mit der Anzahl an Leuten, denen du maximal aufnimmst oder streamst und lässt das so? Weil das sehr oft variiert. Ja, und deswegen machst du einfach so irgendwie die Höchstanzahl und lässt das dabei. Ja, am Ende bin ich beispielsweise gerade in der Monster Hunter Rise Aufnahme und dann ist auf einmal Sunny drin. Wo wir eh nur zu zweit aufnehmen können. Du willst mich doch verkackeiern. Monster Hunter Rise, das nimmst du doch noch auf? Lass mich raten, aber nur PC. Nee, von der Switch. Und warum machen wir das nicht zusammen? Ich meine, ich habe ja die ganze Zeit gefragt, wann wir das mal machen können. Ach nee, Stories. Entschuldigung, ich habe mich versprochen. Stories nehmen wir auch. Monster Hunter war aber das richtige Thema. Komm bitte! Danke. Ja, aber trotzdem würde ich gerne Rise mal Rise kommt mit dem Sunbreak. Dann mache ich Rise wieder. Ich habe mich einfach nur versprochen. Stories 2. Ja, aber wollen wir dir nicht einfach mal auch so außerhalb der Ausnahme denn zumindest Waldstrax-Sachen holen? Ich bin ja gerade generell erstmal hier am Leveln. GG! Ich hab gewonnen! Der mitmacht. Ob der wirklich so nutzlos ist? Alle schießen gleichzeitig? Hab ich doch nicht eingestellt, oder? Nee. Nö, geht auch nicht. Ich meine, bei dem Modus geht das gar nicht. Da werden doch mindestens 4.5 beispielsweise doch Instant Rip. Ja, wow. Ich hab verdammten Clover. Und das sogar zweimal. Viel Glück. Aber ich hab Cactus Strike, der kann mir durchaus nochmal den Hintern retten. Also ich stelle mir das halt wirklich gerade vor bei Scharfschütze, wenn da alle gleichzeitig schießen würden, da wäre ja nur eine Zielscheibe. Da wären doch alle instant tot, wenn der eine nur treffen kann. Ja, alle außer einer. Das wäre nur eine Runde. Also selbst wenn das gehen würde, das wäre doch nicht so interessant. Der Hund ist einfach instant gestorben. Oder auch instant rausgegangen. Kann ich aber auch verstehen. Shining, was willst du abbekommen? Clover oder Spider? Oder God Rays? Ich habe auch zwei God Rays. Ich habe ein gutes Gefühl bei Clover. Weil ich habe letztens Black Clover alle 180 Folgen durchgeglotzt. Hahaha, ha. Ich muss das eigentlich treffen. Wow, einmal getroffen. So, damit ich ihn los bin. Ich muss Godways halt mal leveln, ist das Problem. Ich habe immer Rambock. Noch nicht das letzte. Ich habe Leo sogar getroffen. Und sogar hinten. Ja, kannst du ruhig machen. Also ich weiß nicht, ob man die Scheibe blitzdingsen kann. Wenn's geht, einfach pay to win. Vor allen Dingen, was für einen Effekt hätte das dann? Such doch mal. Nee, geht man nicht. Kann sie nicht. Schade. Wäre lustig. Kann ich auch noch später beim Ball einmal ausprobieren. Ob man dann den Gegner damit pranken kann.
Unlucky. Vielleicht noch? Ah! Unlucky. Oh Junge, ich feiere jetzt mein zweites God Race drauf. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Einen Moment. Wieso nimmt er es nicht? So, ich hab's hinbekommen. Yay, we've got ways. Aber du hast die Scheibe getroffen. Ey, weißt du, was schön ist? Ich habe auch noch zwei Clover. Wenn ich das Teil treffe, habe ich instant auch neue Waffen. Aber Thema Black Clover, das muss ich auch mal weiter gucken. Ja, das wurde hier, nachdem Asta geheilt wurde, richtig krass, die Story. Also... Ach, du meinst... Die Elfen-Arc, die ist richtig geil. Da bin ich gerade. Also die Elfen-Arc, die ist richtig krass. Das ist ja das, was direkt nach dieser komischen Hexenkönigin kommt, oder? Danach kommt noch so eine komische Auswahlprüfung und danach kommt die Elf-Arc. Ja, die Auswahlprüfung habe ich schon durch, diese Sondereinheit. Verdammt. Nice. Das war ein 160er. 127er. Das war ein 60er irgendwas Schuss, der halt gekreditet ist. Wow. Aber ich hab's halt wirklich geschafft. Ich habe innerhalb einer Folge, einer Woche, wollte ich sagen, alle Folgen durchgeguckt. Abgesehen von den ersten 50, die kannte ich schon über Pro7 Max. Ist doch schön mit dir, ne? Immerhin 120 Damage. Ich musste nichts verändern. Ich musste wirklich gar nichts machen. Wow. Ach, verdammt, ich hätte den Hüpfer rauswerfen können. Das wäre viel praktischer gewesen. Zur Not, ich habe noch eine Glock. Ja, diese Art von Waffen sind generell OP. Wäre da... Warte, die Dinger können auch abbauen, oder? Nee, Glock, M4, sowas in der Richtung kann ich abbouncen. Das die gehen durch. Also durch? Die gehen durch. Wow, dann hätte ich auch Glock oder Uzi nutzen können und hätte noch überlebt. Wow, einfach wow. Ich hätte es überlebt. Nein, John. Aber ich bin halt davon ausgegangen, dass die halt abprallen. Weil ich weiß, dass durch irgendwas auch diese Schüsse beeinflusst werden können. Nee, die gehen komplett durch alles durch. Die gehen durch die Portale durch, die gehen durch die Bounce-Dinger durch die schwarzen Löcher gehen sie durch. Also die werden dass die Schüsse beeinflusst wurden. Alter. Ich weiß aber nicht, durch was die beeinflusst wurden. Geld. Ich hab's gerade so noch... Ja, Whip. Whip Shining. So, nach Scharfschütze geht's gleich in... Dann will ich Leo jetzt im Stream Saga sehen. Warte, ich guck's nicht. Ich bin im Target. Happy, komm, triffen. Vorausgesetzt, siehst nicht. Ich guck gerade mal kurz. Ich kann mir die Bilddatei eigentlich auch so auf dem PC aufmachen. Dann brauche ich nicht ständig hier einblenden. Ja, danach ist Übermacht mit 150 Leben. Da ist noch jemand. Doch, alle auf Dark. Alle auf Dark. Dark. Hallo? Dark ist der gefährlichste. Nein, ich targete dich nur, wenn du der Juggernaut bist. Ich hab wieder einen Clover, wollt ihr mich verarschen? Guck mir, das Spiel sagt hier, guck Black Clover. Das Spiel sagt, ich soll weiter gucken. Oh, der letzte. Und sogar zwei Treffer auf dich. Dark, das Spiel will es. Das Spiel sagt alle auf Dark. Das Spiel sagt mir, ich soll auf dich schießen. Ich muss gerade nur entscheiden, mit welcher Waffe. Ich hätte direkt die stärkste genommen vom Schaden her, weil du dadurch nochmal XP-Bonus drauf bekommen hättest. Ich hätte aber nichts gehabt, was da einen perfekten Schaden gemacht hätte.
Brunnen wäre nach oben geflogen, Rambok wäre instant nach unten gesegelt. Feuerwerk. Feuerwerk wäre alles in den Berg reingegangen. Nö, hätte nicht sein. Regenbogen hätte eventuell euch da hinten noch treffen können. Aber ansonsten ging nicht. Oh nee, Spotlight. Nur den dreifach Schaden. Habe ich eine Schusswaffe? mir ist wieder so ein scheiß Teil im Weg gewesen. Oh Junge, ich hab Spaß. Das bedeutet Spaß. Ich würde es aber nicht bedingt riskieren, ne? Also kleines Tau hätte eventuell noch Schaden machen können, aber ich will ich ja auch die Bombe mal leveln, weil ich die letzte Stufe davon haben will. Das hat noch funktioniert. Aber Schaden hat's nicht gemacht. Man will ja auch wirklich noch nach Schaden aimen. Aber ich habe zumindest ein bisschen mehr Streuung. Nein! Dabei habe ich sogar hochgezielt. Schlecht. Wie kann man so schlecht... Ich habe drüber gehalten. Ich habe sogar nochmal 7 nach oben gedrückt und ich habe trotzdem verfehlt. Tja, wie nennt man sowas? Schlecht. Da schließe ich mir wenigstens an. Komm zu mir da, komm zu mir! Der Scheiß. Und er schließt sich eventuell jetzt auch an. Riecht es eventuell nach meinem ersten Win? Werd einer von uns, Happy! Jetzt stirbt einer nach den anderen, jetzt schießt nur noch du. Komm, komm, komm zu uns! Ich schieß den Spaß. Komm, gönn's dem Leo. Er braucht ein Erfolgserlebnis. Ja! Ich hab mich selber. Der ist halt nach oben gesprungen und direkt wieder runtergezuckt. Ich muss noch meinen Daily Win schaffen, also muss ich gewinnen. Ich muss gewinnen, solange ich die Chance habe. Warst du nicht gerade eben in einem Gewinnerteams? Nee, glaub nicht. Ich war jedes Mal in deinem Team. Das hat noch funktioniert. Verdammt. Verdammt. Werd einer von uns, Akaya. Werd einer von uns. Niemals. Verdammt. Doch. Scheiße. Einer von uns. With my daily win. Wie viele Runden sind eigentlich bei Fußball geplant? Ich meine 2 oder 3. Ich meinte, oh, ich bin der Juggernaut! Ich meinte, wie viele Spielrunden? Also 10, 20. Ja? Eventuell kriegst du meine Python ab. Oh nee, du hast Trantel. Hör auf, meine Waffen zu gucken. Ich hab grad nur so einmal kurz rüber geguckt gehabt, versehentlich. Oh, zudem ist es mir scheißegal, was für Waffen du hast. Ich meine, ich könnte dir meine Waffen auch verraten. Und was bringt's dir? Du kannst sie nicht ändern. Oh ja, genau getroffen. Ich hab genau getroffen, aber leider nur 50 Damage. Ich versuche nicht auf Leo zu schießen. Ich versuche ihn erstmal leben zu lassen. Ich will dich mit Paprika abschießen. Ja, versuch's doch. Dafür breche ich allerdings einen Schwesterteleporter. Ich lasse Leo leben, damit er ein bisschen leveln kann. Kannst du mal bitte von dort weggehen? Nee, wow. Kann nicht. Ich wurde gerade gelähmt. Darfst leveln. Danke, Happy. Das finde ich jetzt nicht so geil. Weil ich kann ihn da, glaube ich, nicht treffen. Aber Dark trifft dich auf jeden Fall. Das Schöne ist hier perfekt. Dark schießt nämlich Double Dark will kuscheln, Akaya. Er will kuscheln. Oh, ich hab geschafft. Ich hab dich noch gerade so treffen können.
Junge, das war close one. Och, ich hab Needler, mit dem würde ich dich gerne treffen, aber das würde mir nichts bringen, weil er keine XP mehr bekommen könnte. Stattdessen will ich lieber mit Paprika treffen. Da werde ich den Cayenne bekommen. Ich habe Leon nicht getötet, ich habe ihn einmal gehittet. Ich schieße genau im gleichen Winkel Paprika hoch. Eventuell treffe ich, eventuell nicht. Das war ein gutes Etwas. Höher kommt er wahrscheinlich aber nicht. Okay, Leo hat auf jeden Fall in der EXP-Runde schon mal reingeschaut, weil er hat auch das Leuchtfeuer. Das, was du noch nicht hast. Oh. Oh Junge, ich hab getroffen. Shining, du sollst dich mal schämen. Ich meine, selbst Leo hat Leuchtfeuer. Ach, sei ruhig. Erlaub mich zum Mob. Nur du hast's nicht. Und was heißt das? Du bist schlecht irgendwie. Bitte nicht den Leo vernichten, danke. Doch, Leo darf auch treffen. Mann, hör auf mich zu mobben! Ja, nur er hat kein Beacon. Armes Shining hat kein Beacon. Hier einfach, weil ich Pinata leveln. Alles so gemein. Tja, wenn du uns schon die Möglichkeit gibst, dich mit einer Waffe zu mobben. Hör doch mal auf. Nein, das Zahnrad! Aua. Oh nee, ich treff Leo. Oh, ich treff dich sogar noch einmal. Sternfeuer. So. Was soll ich denn sagen, Dark? Als wenn meine weniger Schatten. Nein, würde. Der lebt noch! Vor allem jetzt. Jetzt sagt sie ja sowas von meiner Position. Und er hat das Teil. Ich habe mir nichts, womit ich ihn vernichten könnte. Ich habe keinen Ring oder Erdbeben. Ich mach mal random Schuss auf Lag. Wisst ihr was? Ich habe eine Versorgungskiste. Ich nutze die jetzt einfach. Ich muss die auch mal loswerden. Aha, Shining der Pay to Win. Ich habe eine einzige Versorgungskiste. Ich habe so beschissene Waffen. Aua. Komm, bring was. Wow, meine Position ist so viel besser. Er darf meine froh Position sein, ich kann ihn immer noch nicht besser. Töten. Ja, du kannst mich auch nicht töten, außer du hast irgendwie etwas, was hier das schwarze Loch ignoriert. Obwohl, kann der Reisende das ignorieren, weil der eskaliert ja komplett, ne? Ja, solange ich dich nicht abschieße, macht das ja nichts. Ich habe ihn zumindest gekillt. Und jetzt damit den Bumerang rein. Schauen dann sich ja extra leben, damit er ein bisschen leveln kann. Wenn es nach mir gehen würde, würde ich mich einfach durch den Berg bohren. Aber ich habe nichts, womit ich bohren kann. Na, Happy? Wie geht's so? Happy will ich pfeffern. Oh, jetzt kriege ich ein bisschen Pfeffer, ich werde gesalzen, demnächst. Oder Salz. Ich kann dieses, ich kann das nicht auseinanderhalten, was jetzt was ist. Hilfe! Ich mach mich mal auf den Weg zu dir, Shiny. Ich muss auch mal näher an dich rankommen. Ich hätte auch einen Bumerang schießen können. Mach mich mal auf den Weg zu dir.
Irgendwann muss ich ja auch mal bei dir ankommen, Shining, dass ich dich treffen kann. Ja, da hätte ich nichts gegen, dass ihr extra zu mir kommt. Naja, ich treffe dich von hier aus jetzt gerade, ne? Du darfst gerne den Berg auch noch ein bisschen bei mir flacher machen. Würde ich gerne. Ich würde am liebsten mit den Monden einfach mich durchgraben. Ich komme, glaube ich, nicht rüber. Den heißt es nämlich Le Maulwurf ist am Start. Nein, ich komme den Berg nicht runter. Schlecht. Kann ich keine Monde oder dergleichen haben? Das hat nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich komme extra her. Ich habe was Schönes für dich. Dann gehe ich wieder. Und schon ist er weg. Und schon bist du wieder alleine. Nee, Happy ist doch direkt bei mir, guck. Er schickt mir sogar sein Geld. Das war echt... Oh Gott! Oh, du bist auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt. Der arme Schorn. Autsch. Verzieh dich. Oh ne, du Niedler. Zack, 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 zack. Ja, komm her zu mir. Oh Gott! Oh, du kriegst einen Clover in den Hintern. Naja, nee, vorne kriegst du einen Clover und von hinten wirst du angefeuert. Ich hab grad mehr Angst vor dem Pentagramm. Weil er es meinen Plan komplett über den Haufen werfen kann. Naja, ich feuer dich erst. Leo lass ich halt extra leben. Der darf ruhig als letzter sterben. Damit er leveln kann. Und ich brauch halt auch Level. Wisst du mich auch? Ich bin der zweitniedrigste. Bedenkt, dass Wind an ist, ne? Nein, ich kann meinen Plan nicht mehr so gut umsetzen. Nein, nicht auf den Leo! Doch. Ich wollte die eigentlich von oben so ein bisschen droppen lassen, dass die alle im Happy ein bisschen rumbouncen. Aber die sind weiter gesprungen als gedacht. Auf dass ich mich selber erwische. Weißt du, was doof ist? Der Boomerang ist extrem scheiße zu treffen und er macht trotzdem ich so glaube, viel Schaden. Ich glaube, Happy und ich haben die gleiche Idee. Was habt ihr gemacht? Ich habe nicht hingesehen. Kaktus. Achso, den müsst ihr mir platzen lassen. Ja, aber ich wollte mich nicht selber töten. Warum? Lass mich, töt mich bitte als letztes. Boah, Leo. Kannst mich als vorletztes töten. Ich meine, Waffen sind eh scheiße. Lebst noch? Meine Waffen sind eh kacke. Ich muss euch doch auch mal irgendwie niederkriegen. Ich hab nur 2500 Leben. Ja, aber ich hab keine starken Waffen bekommen. Ich hab wieder nur mittleren Durchschnitt. Nicht mal. Unteren Durchschnitt an Waffen. Die einzige gute Waffe, die ich habe, ist Arrow und die ist auf diese Distanz nutzlos. Guck mal, ich habe eure Wünsche sogar beherzigt. Dark durfte mindestens 5 Runden leben. Happy lebt noch. Sean darf auch noch ein bisschen leben. Ich möchte als Vorletztes sterben. Ich habe mir das ein bisschen spektakulärer vorgestellt. Du durftest deine neuen Waffen sehen.
Ich wollte einfach nur nicht selbst getroffen werden. Ich ebne mal hier das ganze Feld. Ich wollte erst großes Finale schießen, aber ich habe mich selber getroffen und einfach nur selbst vernichtet. Guck mal, ich hole dir deine Waffen. Die Waffen hätte ich gebrauchen. Ja, wenn du sie so sehr haben willst, hier bitte. Nee, lass mich leben. Wow. Danke. Ich habe nicht gedacht, dass du daran stirbst. Was denkst du denn bei 150 HP? Wenn wir denn fett so ein Bow and Arrow rein. So, Doug, du bist der Nächste. Du bist der Auserwählte. Lass Leo kleben. Ja, ich lass ihn kleben. Oh, den will ich auch haben, weil der kann auch so gut Schaden machen. Tja, da hätte jemand... Leo hat eine neue Waffe ausprobiert. Ja, da hätte man ihn sagen sollen, Make it rain schießt nicht wirklich weit. Ach, was hattest du denn? Alter, habe ich viele Waffen. Leo soll sich jetzt mal einen Account erstellen und hier gefälligst auf Twitch gucken. Ich hab's richtig gezielt! Wer hätte gedacht? Ich wusste nicht, dass ich so treffe. Ich hab's nur ausprobiert. Alter, ich hab so viel Auswahl. Doug, ich hab was Schönes für dich. Lebst noch eine Runde. Warte. Okay, ich dachte, er fliegt ein bisschen weiter. Ich zeige euch jetzt, wie man den Kaktus nutzt. Der haut schon ab. Steht, Kaktus? Ich werde dir so hart einen Kaktus geben. Mir wird der Weg geebnet. Any last words? Das hat nicht ganz so gut funktioniert, weil man kann damit eigentlich 250 Schaden machen, wenn man es in einen platzen lässt. Ich war einen Zentimeter zu weit oben. Nein, nicht Popcorn! Ich lasse es mit einem Knall enden. Im Chat. Und trifft Ark noch mit. Wie du lustig bist. Items sind erlaubt. Aber bitte keine 20 Schilde hintereinander, das wäre fies.
Ich hab nichts, um dir Schaden zu machen. Obwohl, könnte die Störung dich vielleicht treffen? Müsste ich mal ausprobieren. Nur wenn sie über wen anders geht, glaube ich. Ich probiere es einfach mal. Wie der tun, so als wäre dieser Schuss nie passiert. Ich habe ihn geklippt. Nebenbei, ich bin auch dabei, gerade so einen Zweitchannel einzurichten, wo dann die ganzen Clips drauf kommen. Den nenne ich ja auch einfach nur Shining Twitch Clips oder irgendwie in der Art. Oh. Warum nicht ich einfach Shining Live? Ich lass das Glück entscheiden. Es wollte nicht. Oh. Warum nennst du diesen YouTube-Channel sonst nicht einfach Shining Live? Das würde eventuell die falschen Signale senden. Warum? Dann kannst du da auch anstelle von Clips teilweise auch einzelne Videos aus den Livestreams rausnehmen, dann die darauf hauen. Ich meine, andere haben sie auch. Komm. Und den haben sie dann auch. Dann haben sie dann auch einfach nur den Namen ihres Hauptkanals und dann live dahinter. Ja, ich bin da halt noch am Einrichten, also ich guck da noch. Aber da landen dann hauptsächlich die Twitch-Clips. Oh Gott! Aber es hat nicht getroffen, ein Glück. Nochmal Zuckung! Ja! Die hat geslappt. So, jetzt muss Leo aber dran glauben. Ja, mit einem Mega-Erdbeben. Was du bestimmt hast. Ich weiß, was ihr sagen wollt. Du hast auch kein Vegan. Shining, get good, get big. Ich hab so viel Auswahl. Ja, Auswahl außer biegen. Mann! Mann, jetzt hört doch mal endlich auf! Wir können das so lange machen, bis du biegen hast. Die bobben mich! Madbird hab ich! Als ob. Madbird hab ich auch. Glaube ich. Ich hab das einfach nur auf Deutsch hier, aber das hier ist doch Madbird. Ich hab die verärgerten Vögel. Ich nutze die einfach nur so selten. Ich hab die doch gerade eben sogar einmal geschossen. Jetzt hört auf! Hört auf, mich zu mobben! Und wo ist dein Beacon? Mann. Danke. Du hast zwar Madbird, aber... Wo bleibt der Beacon? Mann! Hol ihn dir doch endlich mal! Boah, weißt du, was ich davon halte? Ja! Geh in dein Loch! Ich hab mir Beacon doch auch geholt, warum du nicht? Ich meine, sogar Leo hat sich den geholt. Mann! Das ist eine der stärksten Waffen überhaupt. Und selbst Leo hat sich. Das Emoji kenne ich nicht. Sagen wir es mal so, dieser Buchstabe oder whatever sieht russisch aus. Verzieh dir, ich nix russisch hier. Jetzt habe ich mir selber aufs Knie geschossen, ey. Ja, da kommt es jetzt nicht mehr hoch. Es hätte jetzt ein Crit sein müssen, ne? Dann wäre er tot, oder was? Ja,
Das hätte dann 70 gemacht. Ich musste gerade meine Maus wieder schneller stellen, weil wieso auch immer hat sie sich 2 Stufen runtergestellt. Ich überlege gerade, womit schieße ich. Big Shot! Also ich spiele gerade extra ein bisschen risky, ne? Ich muss einen 60-Grad-Winkel schießen, sonst treffe ich ihn gar nicht erst. Mit den Waffen! Mit den Waffen habe ich richtig geschossen. Ich nutze mal die Homing Missile nicht, weil das wäre ein Insta-Win. Daher wollte ich eine Banane dafür geben. Ja, kein! Nein! Nein! Jetzt hört er aber auf! For real, warum schießt du kein Beak? Wie willst du Beacon hier in dem... Im Chat? Spiel nicht, aber ich kann ihn im Twitch-Chat zumindest. Das könnte ich auch übernehmen. Los, Vögel! Ich hab getroffen. Okay, die stehen mega gut. Da kann ich mich absolut nicht beschweren und mache Overcharge. Wie viel Uhr haben wir eigentlich schon? Ich sehe es gerade. Ich glaube, zu den meisten Runden kommen wir heute gar nicht. Solange wir Fußball schaffen, ist mir alles recht. Der wollte nicht mehr. Ich hitte mich selber. Ich hau Happy in den Mad Bird rein. Oder auch nicht. Ich hau ihn. Ich hätte ihn fast. Oh Gott, was machst du da? Oh Gott, Hilfe, da fliegt noch ein Flummi nicht rum. Nicht der Flummi. Hilfe, Hilfe. Oh Gott, um Gottes Willen. Der Flummi war richtig gefährlich, Junge. Ich habe ihn ja extra gerade nochmal deswegen erklärt. Falls ihr ihn nicht kennt. Was? Den Spielmodi. Einfach abschießen. Oh Junge, ich hab auch was Nices Shining. Ich hab was richtig Nices für Rebound. Ich überlege gerade, was ich schießen will. Das hätte ich letzte Runde eigentlich auch schießen sollen, diese Waffe. Wo ist mein Schuss? Oh Gott, das dauert jetzt eine Stunde, bis das die Runde vorbei ist. Yep, God Race mit Rebound ist einfach schlimm. Vor allen Dingen einer straight nach oben. Alles wartet. Und wartet. Und wartet. Und wartet. Und wir warten immer noch. Ach so, meinst du, in dem da unten explodiert? Könnte ich tatsächlich irgendwas in der Richtung einbauen? Warte. Ach, ich habe die Bewegungsphase verpennt. Da
Tangenten, auch da. Und hab getroffen. Oh ja, Junge. Wo fliegen die hin? Irgendwo hin, aber nicht dahin, wo sie hin sollten. Leo ist tot. RIP Leo. Letztes Mal durfte er richtig lange leben, diesmal ist er jetzt gestorben. Zwei dumme Eingedanke. Nicht Leo. Gedudel. Double Kill. Von wem kam das? Happy hat dich und ihn gekillt. Das war meine Kamikaze-Aktion. Ich muss Overcharge machen, ich kann von hier nicht treffen. Der war nice. Warte, das muss nochmal gesagt werden. Nice Shot. Der Schuss war richtig geil. Du hast dich halt geopfert, nur damit Akaya stirbt. Bin ja da. Auf sich selbst auch noch. Na, Dark? Wie geht's denn so? War nicht so gewollt, aber hat geklappt. Overcharge mit Finsterschatten! Also der zweiten Stufe vom Schatten. Jetzt zeige ich dir, was für einen Schatten ich habe. Ihhh, der greift mich ein! Wenn ich das Ding treffe, dann sollte ich treffen. Das Problem ist, ich bin zu kacke zum Treffen. Also mache ich jetzt den hier. Balle volle Kanone nach oben mit der Möwe gegen. Hoffe, dass die nicht eingesogen wird. Und treffe. Nein, als ob! Nice Shot einfach nur. Der war gut. Komm, bitte bounce danach zurück. Oh Gott, das wird eskalieren. Ich hab getroffen! Unlucky as fuck da hinten. Dark, das Spiel will einfach, dass ich dich hinrichte. Es tut mir leid, aber das Spiel hat gesprochen. Als ob, ich habe mich selbst hingerichtet. Die ist so zurückgeflogen, dass sie mich gerade noch mitten im Crit auch noch erwischt hat und hingerichtet hat. Ich guck schon mal, was als nächstes dran ist. Also es kommt ja eh danach nochmal eine Teamrunde, aber... nach Rebound ist Panzerball dran. Und falls da noch Zeit ist, kommt dann noch hier... Vortex. Was ist? Okay, ich habe gerade nichts gerallt.
Gigi. Leo, Dark. Ich werde euch vernichten. Akaya, dich auch. Komm, Happy, wir machen die. Aber lass Leo nach Möglichkeit ein bisschen leben. Der muss auch eine Chance kriegen, irgendwie. Junge, warum gehen jetzt alle auf mich? Du stehst einfach so gut. Ich will auch leben. Hier kommt mein großes Finale. Oh Gott, ich treffe Happy. Oh Gott, ich treffe mich. Leute, ich bin in eurem Team. Wer hat den meisten... Happy! Was so? Ja, Teamwork hat sich fast hingerichtet. Teamwork mit Ö. Nice shot. Geld. Wow, danke, dass ich hingerichtet werde. Nee, ist nicht abgebaut. Zum Glück, sonst wäre das ein bisschen Schaden. Ich habe wieder Clover. Das Spiel sagt wirklich, ich soll Black Clover weitergucken. Ja, dann hör doch auch mal auf das Spiel. Ich kann aber nicht. Ich kann doch jetzt nicht nebenbei Black Clover anmachen. Wobei ich auch noch heute den Anime weitergucken muss. Das du Hero with the weakest rest. Hier kommt die Rache, Happy! Das war nicht auf dich gezielt. Kann doch, ich das war gezielt, Happy. Keine Ahnung, ich hab den Zug voll gerade in die Fresse bekommen. Leute, ihr braucht nicht auf mich schießen. Happy richtet mich schon hin. Happy hat mit Absicht auf dich geschossen. Töte ihn. Wow. Alter, Happy, du hast 136 minus Damage. Töte Shining, danach kannst du machen, was du willst, Happy. Du kriegst auch eine Belohnung, wenn die ihn so, kriegst. Ich schieß die Orbitale, hoffentlich treffen die. Die fliegen jetzt so volle Kanne dagegen. Das kann jetzt komplett eskalieren. Jetzt mach doch was! Warum macht mein Team nur Team-Damage? Weil sie es können. Ich bin der Einzige, der Schaden gemacht hat. Oh ja, das muss ich auf Happy schießen. Also nichts gegen euch, aber ich würde schon gerne durch den Gegner sterben und nicht durch mein eigenes Team. What the hell? Autsch, ich werde durch mein Team gerade hingerichtet. Danke an der Stelle an Dark. Zeit für eine Hexe. Ich hätte vielleicht ein bisschen schwächer schießen sollen. Was macht die Hexe? Sie hat schon gefokust. Aber das ist nicht so gut. Komm, du knackst die 200 noch. Ach, ich. Wir sind ja da. Verdammt. Granate. Oh Junge, das war eine traumhafte Granate. Aua! Also, das war einfach nur random gezielt und geschossen, mehr nicht. Ich würde gerne ein Schild benutzen, Happy, aber ich hab keinen. Wieso bewegst du dich, Akaya? Ich hab mich nicht bewegt. Komm, Bienchen! Bienchen, los! Oh ja, ich werf Happy dort und... Du könntest dich selber vernichten, ne? Happy, ich werf dir Throwing Stars rein. Wie Sunny jetzt so schön sagen würde.
Das funktioniert doch super. Ich habe ein Schutzschild. Der wird mir nichts bringen. Ich will doch nur einen vor mir tot haben. Ich will nicht der Erste sein. Ich werde mich selber töten. Mit einem Square. Fair and Square. Habe ich nicht gesagt, ich töte mich selber? Die Dinger machen keinen Schaden, wenn sie nicht bouncen. Wow, ich war der Einzige, der Damage gemacht hat. Und sich sogar selber gekillt hat. Blitzer, jetzt müsste ich hinten Leo hinrichten. Danke. Danke, dass sie meine Unfähigkeit ausgleicht. Ich habe sogar extra schwach geschossen, damit er nicht direkt rausfliegt. Ja? Ja, Spiel, ich verstehe dich schon. Hättest du es nicht, du triffst Seppi. Oder mich. Mach einfach auch Overcharge. Weißt du, was das Schöne ist? Die Warteräume gingen nicht so lange, weil normalerweise schneide ich immer die Warteräume raus. Ey, ganz ehrlich, Overcharge hätte mehr genützt. Hilfe! Ich weine, wenn die Python zurückkommt. Ich weine dann. Dann heißt es nur, sie mag. Damit meine ich, wäre sie jetzt auf das Bounce. Erst oben, dann da unten und dann in mein Gesicht. Ja, das würde nur heißen, dass sie dich mag. Ja, ich will aber nicht von der Python gemocht werden. Zumindest nicht auf die Art. Warum? Die will doch auch nur freuen. Nein! Ich bin tot. Also das wäre fast ein richtig cooler Trickshot geworden, aber die Nadeln, die fliegen mega cool. Ja, ich wäre auch auf die Items gegangen. Los, Happy, richte Heartless hin! Das ist sowas von Herz. Los. Ich habe mal den Satz beendet. Mit Smart Snipe kann man zum Glück seinen Kollegen nicht erwischen. Aber auch die Mates. Die Gegner. Mit Smart Snipes verfehlt. Ja!
Da kommen sogar noch ein paar zurück. Nice Shot. Der wollte dich halt einfach da. Der Schuss. Der wollte dich. Da kommt eine Balbe. Aber sie ist nicht abgebounced. Oh, Rage. Das macht Schaden. Wenn es trifft. Also das kann ordentlich damit drücken. Los, Happy. Nein, nicht dahin. Achso, du benutzt eben Bounder. Ja. Der eine wollte nicht und der andere hat selbst getroffen. Also die liefen auch mal richtig gut. Runde ist wieder richtig gut, ne? Natürlich. Einfacher Sieg. Das ist so eine easy Runde. Da kriegt er sie hin. Wir wollen auch noch zum Panzerball kommen. Panzerball schaffen wir 100 pro keine drei Runden. Und raus damit. Naja doch, ich meine, du bist eh der Eigentorschütze. Ja, aber ich meine von der Zeit her. Also ich hoffe echt nur, dass du nicht in meinem Team bist, Shiny. Warum denn? Ich bin doch der beste Schütze, den es EU-weit gibt. Warum will ich dich nicht in meinem Team haben? Vielleicht, weil ich dein Safe verliere. Ich bin der beste Panzerballspieler in der E-Sports-Geschichte. Du bist der beste Panzerspieler EU-weit. Komm, triff! Wie das einfach nicht zu Ende geht. Junge, jetzt richtet doch endlich Dark in der Dark, richtet die anderen hin. Da trifft endlich einer, ja! Oh mein Gott! Atlas richtet sich selbst hin. Nee, warte, XD war's. Da flog der Flieger. Trichter, was ist Trichter? Ach, das ist Trichter. Die Waffe ist ja mega geil. Ich will die haben. Los, Heartless. Zeig, wie herzlos du bist. Mann, jetzt hört doch mal auf mit Pieken, ey. Wo bleibt der Pieken von den anderen? Ich weiß, wie die Folge auf YouTube heißt, ne? Meine Zuschauer mobben mich. Oder irgendwas in der Art. Dann hol dir halt Beacon, dann mobben wir dich nicht mehr.
Ich meine, jeder von uns hier in dieser Lobby hat Biegen, nur du nicht. Ich meine, selbst Leo hat Biegen. Schämst dich nicht ein bisschen? Homing Missiles. Und da fehlt so viel. Na gut, der stand auch ziemlich an der Kante. Wenn Dark das jetzt noch macht, ey. Sich selber zu killen oder den Gegner? Den Gegner. Dark hat ein Schild, wie unfair. Dark hat... Atlas, ich glaube an dich. Ja, das könnte ihn treffen, das könnte, es könnte, will aber nicht. Sie sind ausgewandert. Ja, ausgewandert, aber wohin? Nach Russland? Wow. Wow. Mit 2 HP, mit 2. Erdbeben macht das, wenn Erdbeben abprallen könnte. Es würde ausreichen, wenn er einen scheiß Panzer schießen würde. Also so einen Schildkrötenpanzer. Das funktioniert auch. Wow. Nach 21 Runden. Junge, Dark ist so schlecht, ey. Ey, ganz ehrlich, diese Runde war jeder scheiße. Ich hab die Atombombe! Ja! Nein! Ich hab die scheiß Atombombe! Jetzt spreng ich euch weg! Ich muss an sich übrigens auch generell mehr Runden gewinnen, damit ich Dingens bekomme. Schockshell. Bin bester EU-West-Spieler. Ja, ich bin nicht bei dir. Warum seht ihr das als negativ an? Weil du negativ bist. Ich meine, du sitzt in einem Loch. Ich hab's mal grob erklärt. Nicht ins Grüne? Johannes kann es. Der Ball muss einfach irgendwo rein. Mit mir gewinnst du safe. Sagen wir es mal so, der Ball muss bei Shining einfach irgendwo rein. Ich finde es so genial, dass Gottschweiß einfach fast gar keinen Einfluss auf den Ball hat. Junge, und dann komm ich, der mit Strobi, dem... Ah ne. 3D-Bombe. Mach einfach null Power, dann explodiert die 3D-Bombe direkt in mir. Und jetzt wissen wir, ob wir rot sind. Der soll einfach ins Grüne, der Ball. Ich mach den Berg hier weg. Ich bin wenigstens mit den High Levels in einer. Ein das Team. Muss nichts heißen. Na doch. Die haben bessere Waffen zumindest. Das muss nichts heißen, die können auch mit einem Guppi da stehen. Nee, können sie nicht. Ich habe Level 32 und einen 17er im Team, ich kann nur gewinnen. Vor allem, ich bin der beste EU-Spieler weit und breit. Ich bin der beste Spieler im Panzer, bei dem die Welt je gesehen hat. Ich habe noch nie ein Eigentor geschossen. Dave, die E-Sportler, die schreiben mir ständig an, dass sie mich unbedingt für Panzerball haben wollen. Also, ich weiß nicht, was ihr habt. Vor allem, weil es ja auch irgendwie sowas hierfür gibt. Akai und Dark, ihr müsst noch. Ich nicht. Dark ist AFK. Der schreibt eventuell auch gerade. Nee, er hat ja geschrieben, dass er kurz weg ist. Falls du mal hingeguckt hättest. Wo? Also da. Ich schieße einen Penetrator. Ja! Wow, Johannes, der kann es.
Der kann jetzt wirklich schießen. Aber ob der trifft, das bezweifle ich. Das kann er wahrscheinlich. So, ich hole das Tor da runter. Wir wissen ja nicht mal, wem welches Tor gehört. Guck mal, da kann noch eine Eigentore. Das Grüne gehört einem selber. Also wir wissen zumindest, das rote Tor gehört und... Sag ich doch, ihr müsst immer ins rote ballern. Orbitale, Junge. Happy, der nukt hier die Berge weg. Der Dark ist immer noch AFK. Es kann sein, dass er gleich rausfliegt. Wenn man 2-3 Runden AFK ist, dann wird man rausgeschmissen. Das ist das Problem. Ja, 2 Runden sollten klar gehen. Dritte oder vierte kommt erst der Kick. Wow, Orbitale. Der ist eskaliert. Der Ball hat sich mega weit bewegt, Happy. Darf ich auch mal aufs Tor, auf den Ball schießen? Ich finde jetzt meine aktuellen Waffen echt blöd, leider. Ich habe den Ball getroffen. Ja. Was ist? Ich glaube, jemand muss Johannes sagen, dass man nicht auf die Spieler schießen muss, sondern auf den Ball. Weil Johannes schießt die ganze Zeit auf mich. So kommt es mir zumindest vor. Da wow. Ist der Ball, Johannes. Der Ball hat sich kaum bewegt. Ich schieße jetzt meine Tangenten. Das Thema, was mich in der Schule echt nicht interessiert hat. Ich habe ihn aufgehalten. Ich habe halt keine guten Waffen diese Runde. Ja, Dito, ich habe nichts, um wirklich da den Berg mal da runter zu sprengen. Ich habe... Happy verarscht, Neulinge. Oh ja, nee, wow. Wer hat da gerade das geschossen? Dark. Dark. Dark, du gehörst verprügelt. Fühl dich verprügelt, Dark. Ich hab nur die Torpedos zum Runterschießen. Wieso hat der Berg sich nicht bewegt? Dir ist schon klar, dass du gerade uns sogar relativ weiterhilfst. Ich versuche das Tor so runterzuballern. Damit ja, das reinrollen hilft kann. Uns ja. Nee, das hilft uns ja, weil da eine Wand im Weg ist. Nee, die Wand da rechts, die will ich ja weghaben. Ja, aber da ich weiß, vor dass meine Wand ist, hilft uns das. Es hilft uns halt sogar wirklich, dass du es runterschießt. Nee, weil dann rollt es ja runter, wenn es einmal dann die Kuhle fliegt. I guess it's my turn. Ich glaube, das war ein Eigentor. Wow, der ist weit geflogen. Danke, Dark. Du gehörst noch mehr verbrannt. Oh, jetzt lass doch mal den armen Dark in Ruhe. Der gibt sein Bestes. Erst vereitelt er mein Tor und jetzt macht er noch ein Eigentor. Stern? Hallo?
Ich hab einen Stern geschossen! Der hat keinen Bock. Wow, der Ball hat sich kein Millimeter bewegt vom Spawn. Akaya ist immer ein bisschen salzig, Dark. Das ist dein Stil. Ich nicht salz. Sei nicht so mein Kuschelbär. Verzieh dich, Dark. Wie geht's, Mensch? Mensch, geh weg. Wie geht's? Ich grüße euch, ihr Kuschelbären. Wer hat mich abgeschossen? Dark. Dark. Ich halte mich aus dem Streit raus. Dark hat's auf mich abgesehen. Ich habe keine andere Wahl, ich muss das Tor nach unten ballern. Weil das ist die einzige Möglichkeit, wie das dann noch gut treffen kann. Also ich glaube, ich muss Dark wirklich verprügeln. Der hat's echt auf mich abgesehen. Oh, ich darf. Ich halte mich aus dem Streit raus. X-Attack. Ich darf aufs Tor ballern, ja! Ich habe die größte Streuung hier überhaupt gemacht. BFG! Nicht die Big Gun. Hat nicht ganz so funktioniert, wie ich es erhofft habe. Nö. Weit kam der Ball ja nicht. Ey, ich habe noch eine zweite Chance bekommen. Nö. Nicht, wenn ich treffen sollte. Also bisher läuft es eigentlich nicht gut. Ich weiß gar nicht, was ihr alle habt. Was ich habe, Johannes, der Kanne. Guck, du hast keine Chance. Dark hat eine Chance. Pass auf, der fliegt jetzt darüber. Hilfe, ouch. Das war jetzt, glaube ich, aber dein eigener. Ich hatte jede Waffe einmal getroffen. Ich habe halt Double Bounce Plode geschossen, damit ich den Ball wegbekomme. Na guck, ich habe den ganz leicht darüber geschoben. Oh ja, danke für die Chance. Oh, Junge. Ich glaube, du kriegst die Chance nicht mehr. Ich weiß. Nee, ihr seid noch einmal dran. So, der Schuss entscheidet. Nein, ich will mal was ausprobieren, Happy, lass mich. Ich will mal gucken, ob Arrow den auch wegfeuern kann. Wahrscheinlich. Wir streiten uns drum. Ich will aber wissen, wie viel der Arrow wegschießt. Wow, danke. Du hättest eh nicht getroffen. Ein XP habe ich bekommen. Wo kam das eine XP her von dem Arrow? Ich habe doch nichts getroffen. Eigentore werden offenbar auch gezählt. Junge, ich trau dir nicht einen Schritt über den Weg. Guck, Leo ist sogar freiwillig in meinem Team. Das war er nämlich schon die ganze Zeit. Oh ja, ich bin wieder mit den beiden. Und ich hab... Oh, Junge. Ja, ich hab meine Atombombe. Nein. Ich kann einmal richtig reinbomben. Oh nee, ich bin wieder mit Dark. Warum? Diesmal hast du... Ja, Mann, ich... Dark wird wieder auf mich gehen. Wieder wenigstens... Leo muss aufs Klo. Beim nächsten Mal soll sich Leo ich denn einfach... Ich hab getroffen! Ja! Das war wieder der berühmte Eintorschütze. Leo soll sich beim nächsten Stream eine Windel anziehen, dann kann er nämlich nicht irgendwie auf Klo gehen, weil das denn nicht muss. Ich hab Dark mal ein bisschen runtergeholt. Damit Dark weiß, dass er unter mir zu stehen hat. Achtung, das wird jetzt eskalieren! Das wird jetzt eskalieren! Rip Leo. Ich will mit ihm. Atombombe go! Ich fühle mit Leo, dass er in deinem Team ist und du auch noch die Atombombe hast. Vor allem, ich ziehe gerade sogar genau auf Leo.
Aber Leo. Ich hätte die gerne in einem Team Deathmatch stehen, die Atombombe. Los, Johannes! Wir warten auf dich. Johannes, der kann es. Guck mal, ich hab den Ball rüber geschickt. Ich sag doch, das eskaliert. Warte, habe ich überhaupt irgendwas Gutes für den? Maybe Clover? Nee, damit treffe ich ihn von hier aus nicht. Oh, ich nehme wieder Double Bounce Plode. Nee, Happy, du machst nicht. Guck. Hier, Dark, du darfst. Und wie komme ich jetzt wieder raus aus dem Loch? Das musst du entscheiden. Jetpack regelt. Ja, aber dann kommst du auch nicht den Berg hoch. Bestimmt, ich habe zwei. Ich habe getroffen. Aber eventuell muss ich hier gar nicht raus. Ich wünsche dir viel Spaß. Auf dem Zipfel. Ich habe den Ball aufgespießt. So. Aber ich finde es schön, dass ihr alle so viel Spaß an den Community-Streams da von habt. Einmal und zweimal. Merke ich auch, ihr habt richtig Spaß an diesen Community-Streams. Und jetzt wird hier reingeklovert. Also, dass es euch gefällt. Jetzt kommt wieder Clover. Oder auch nicht. Bei mir hat sich gar nicht bewegt. Ach so, es ist so schnell geflogen, dass es geleckt hat. War es Clover so OP? Ja, wenn es der Crit ist, dann ist Clover einfach das Heftigste, was es eskalieren lassen kann. Ich glaube, der war wirklich Max Damage und Crit, so wie der geflogen ist, der Ball. Der ist nämlich gar nicht geflogen. Aber... Eskalier! Was zur Hölle ist Shredder? Ich hab's auch geschafft! Mir hat er sich auch geportet. Vor allen Dingen durch die Wand hindurch. So. Jetzt weiß ich, was das ist, Happy. Hm? Ja, ja, die Waffe ist echt OP. Welche? Das bleibt geheim. Ich hab den Namen übrigens nur schon erwähnt, aber egal. Achso, der Shredder. Ich dachte, er schießt noch eine andere. Ich mach over. Oh Gott! Ich mach nochmal over. Wenn der Ball da bleibt halt. Weil ich hab keine gute Waffe, um dort zu treffen. Der Overcharge, der beeinflusst den Ball, glaube ich, nicht so wirklich. Ich kann mir vorstellen, je mehr Schaden, desto eher fliegt es. Also je mehr Schaden pro Hit halt. Das wäre jetzt meine Philosophie von dem Ball. Nein, der ist da oben an der Wand aufgeprallt. Wäre der bei mir gelandet, hätte ich. Wollt ihr wissen, was das Traurige ist? Das einzige Tor, was diese Runde bisher war, war mein erster Schuss. Und das war ein Eigentor. Also ich kann mir vorstellen, dass Overcharge durchaus das erhöht. Stark der Ball. Ich krieg einen Balli. Meine Idee daran ist halt wirklich, je mehr Schaden ein Schuss macht, desto weiter fliegt der Ball. Das wäre auch der Grund, warum Godways den Ball kaum wegfeuert. Weil es ja nur irgendwie 6 Schaden pro Hit sind. Ich glaube 5. 6, 5, I don't know. Er schießt jedenfalls eine Blume und wenig. Ich eine Granate. Oh wow, schon wieder nicht bei mir. Nee, da krieg ich die ganze Zeit den Ball. Ich würde auch gerne ein Tor machen. Ich würde gerne eine Portal Gun raufballern, aber kann ich... Darkless... Oder auch... Also, ich wieder finde... Ja, ich würde aber trotzdem irgendwie draufschießen, weil es ist immer noch produktiver, als wenn du die ganze Zeit einen Overcharge machst. Ja, aber es ist auch nutzlos, wenn ich raufschieße, aber mein Schuss verfehlt komplett. Eskalation! Vor allem halt, wenn ich meine starken Schüsse schieße, ist das halt ja, noch traurig. Nein! Happy darf nicht. Happy hat doch den Ball gerade abgefangen. Er ist ein Torwart gewesen, sondergleichen.
Ihr gewinnt nur wegen meinem Eigentor. Das ist doch nicht wahr. Du machst sowas von happy. Darf ich mal kurz was fragen? Es war eindeutig mein Eigentor. Wieso hast du den Punkt dafür bekommen? Weil Skill. Nee, es bekommt random immer aus dem Gegnerteam einer denn den Punkt. Man kriegt selber kein Tor. Wäre ja schon komisch. Sonst könnte man ja egal welches Tor die ganze Zeit treffen. Der Ball landet meistens hier. Deswegen mache ich jetzt einfach mal einen Schuss, der gerade nach oben fliegt. Aber ein bisschen braucht. Warum willst du auf mich gehen? Ich hab gedacht, er landet in der Mitte. Jetzt lass mich mal treffen, Leute. Ich will Bananas. Es wäre schön, wenn du mal endlich mal was schießt. Sieh, ich hätte getroffen und weil der weggefeuert wurde, nutzlos. Ein Schuss, der den Ball echt hätte wegfeuern können ohne Ende und ja. Weil die Herren Teammates den weggefeuert haben. Die waren halt schneller. Eben, deswegen habe ich die ganze Zeit ja nichts geschossen. Nein! Schon wieder so knapp. Was? Wie ist der Ball da hingekommen? Der ist gerade richtig eskaliert wegen der Sonnensalve. Aber sowas wie Bagger lässt ihn halt auch aber eigentlich sehr... Dark, jetzt lass mich bitte schießen. Ich will auch mal drin. Wow, du musst schon mit uns kommunizieren, sagt er. Ich mach's doch. Ich kann doch nichts dafür, dass dein Stream fucking 8 Sekunden Verzögerung oder so hat. Das ist generell bei Twitch so. Twitch hat generell immer Verzögerung. Jetzt bringt's eh nix. Jetzt habe ich eh nichts Gutes mehr, um den Ball wegzuschießen. Soll ich was sagen? Das Einzige, was ich noch habe, das den Ball beeinflussen kann, ist Brunnen, Dornen und Boomerang. Der Rest würde nicht wirklich was machen. Vor allem die Smart Snipe nicht, weil die den Ball nicht anvisieren kann. Das Einzige, was ich eventuell machen könnte, wäre vielleicht Boomerang. Ich schieße jetzt die Dornen und hoffe. Oh, danke, den hast du mir sogar noch besser gemacht. Ja, jetzt kannst du doch endlich schießen. Ja, habe aber keine guten Waffen mehr, nachdem ich meine beiden guten Waffen verfehlt habe. Ihr gewinnt nur wegen meinem scheiß Eigentor. Alles, was ich jetzt noch machen kann, ist das hier. Und es war nur so effektiv, weil es halt so viele schwache Hits auf einmal waren. Aber willst du jetzt noch weitere Gründe wissen, warum niemand mit dir im Team sein will? Hallo Dark! Wie ist es so in meinem Team? Oh ja! Oh Junge, diese Waffe kann eventuell richtig gut feuern. Ich weiß nicht, was du hast. Leo ist die ganze Zeit freiwillig in meinem Team. Ja, weil das schon den ganzen Stream über ist. Erkel merkt, ich bin ein netter Kerl, ich bin gut drauf, ich bringe Glück. Und diese Dark findet es auch wunderschön in meinem Team. Dark hat eine Chance. Ich rechne einfach damit, dass der nach rechts fliegt. Verdammt. Eigentorkönig wieder da? Oder nein. Auch nicht? Ich habe nicht unser Tor getroffen. Komm schon, habe ich jetzt irgendwas Gutes? Habe ich irgendwas Gutes, um den Ball wegzufeuern? Ja, ich habe die Portal Gun. Die braucht aber ein bisschen. Ja, ich weiß, ich werde den Ball nicht wegbekommen. Weil die anderen den eher wegschießen. Muss nicht sein. Doch. Guck. Oh, ich darf! Alter! Ich hab den Ball eskalieren lassen. Und hier mal ein bisschen aufgeräumt hier hinten.
Was habe ich sonst noch für gute Waffen? Bitte jetzt nicht wegschießen. Wir machen die eh. Ich weiß. Ich weiß ja nicht, was du vorhast. Wow. Ich hätte den Ball so schön weggefeuert, wenn mal wieder nicht happy gewesen wäre. Ja, du kannst doch auch ein bisschen schwächer schießen. Ich wollte, dass der Batting Ram möglichst hohe Beschleunigung hat für möglichst hohen Schaden. Weil ich nie weiß, wie der Batting Ram jetzt genau funktioniert. Ich schieße einen Wurfständer oben. Ja, aber du triffst wenigstens. Nicht so wie ich. Ich habe jetzt wieder alle meine guten Waffen rausgefeuert und nicht einmal den Ball getroffen. Ja, ich würde einfach direkt drauf zielen. Außer du planst halt wirklich, dass die anderen den zuerst treffen. Ja, aber bei Batting Ram, der macht keinen Schaden, wenn du ihn direkt raufballerst. Wow, ich habe eine zweite Chance. Nein, hast du nicht. Ich bin noch vorher noch dran. Theoretisch eine zweite Chance habe ich. Schwere Hammer! Leo baut bei uns einen Berg auf. Ihr macht doch, was ihr möchtet. Ich verbiete euch nichts. Kriegt sogar hier ein Peace-Zeichen von mir. Ihr da. Ihr in eurem Bildschirm. Er hat ein schwarzes Loch versucht. Vielleicht wird das sogar eine Runde, wo gar kein Tor fällt, weil ich habe keine guten Waffen mehr. Musst du ihn fragen, ob er jetzt ein Tor macht? Er hat Geld reingeschossen. Ja, ach, er hat Pay-to-Win versucht. Ja, ich ging auf Kamikaze. Ich dachte, der Ball wird gleich hier drüben liegen, deswegen habe ich einfach verzögert gemacht. Weiß, also, ja, das wird safe nix. Egal, wie ich es versuche. Believe in yourself. Der zieht immer noch auf den Gegner, ne? Ich weiß. Aber eventuell wäre der irgendwie... Der Dark trifft doch unten. Jetzt hätte ich getroffen. So hätte ich den Ball sogar getroffen. Hätte er nicht früher dort landen können, Leute? Ich schieße ein Quadrat. Ich lasse es extra lange fliegen. Tu das nochmal! Ja? Oh, jetzt liegt er da. Da, wo kein Schwein ist. Oddball! Der Oddball ist in die andere Richtung abgehauen. Bisher hat keiner ein Tor gemacht, auch nur ansatzweise. Ja. Yay. Ein lahmen Molehill. Da flog eine Katze. Die arme Mieze. Fliegendes V!
Ja, das sah gut aus. Es sah gut aus, es war aber nicht gut. Wir haben nur das Gelände kaputt gemacht. Kokos! Ich muss vom Prinzip her schwach schießen, damit er nur so darüber kullert. Kann es sein, dass es wirklich eine No-Go-Round wird? Ich habe extra schwach geschossen. Okay, Happy, dann gönn dir. Was machst du mit deinem Mikrofon? Hab gerade bei dem Rauschschutz was abholen müssen. Nein! Zumindest ist ein Tor gefallen. Vielleicht fällt noch eins! Kommt, Leute! Wow! Wow! Waren es zwei Tore? Ich hab ein Insta-Tor gemacht, aber bei uns! Hast du zwei Tore geschafft? Als ob. In dieser Runde sind drei Eigentore gefallen. Ey, guck mal, du hast so viele Tore gemacht. Als ob einfach drei Tore gefallen sind. Junge, wo gibt's sowas? Naja, bei dir, ich weiß. Ey, ich habe so stark reingeschossen, dass es zweimal instant reingegangen ist. Ich weiß nicht, was du hast. Das war sensationell. Ich habe 10 Gears bekommen. So. Und was krieg ich? Ich habe das jetzt mal geschlossen. Ich habe nur 3 bekommen, knapp kurz vor 10. Dark hat 100 Gears bekommen. Hat er gerade Dark, geschrieben. Ich mach Auge auf dich. Ich hoffe, dass alle Spaß beim Zusehen hatten. Wenn naja, ja, vor allem deine irgendwie 3 Golds in der letzten Runde. Der letzte ging nicht auf mein Konto. Ja, aber trotzdem 2 Tore mit einem Pixel oder so. Das schafft nicht jeder. Ich bin gut. So, jetzt aber hier die Abmod. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Abo auf YouTube da lassen, ein Follow auf Twitch und ich ja, hoffe, dass ihr wirklich Spaß beim Zusehen hattet. Jetzt an die, die das auf YouTube schon noch gucken werden. Und ich bin dann jetzt raus.